Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Und heute zeige ich euch wieder mal einen Glitch bei GTA 5 Online. Jo, und zwar könnt ihr euch in diese Bank hier reinglitschen. Ich zeige es euch nochmal schnell auf der Karte. Das befindet sich in etwa in dieser Position. Ihr könnt ja Pause drücken, um euch die Position länger anschauen zu können. Alles klar, als erstes müsst ihr für den Glitch die Select-Taste auf eurer PlayStation 3 ganz lange gedrückt halten und dann müsst ihr unter Spawnpunkt, Moment, hier ist Spawnpunkt, letzter Ort einstellen. Sobald ihr das gemacht habt, betritt ihr die Bank ganz normal. Kurz zur Info, wir haben den Patch 1.10 und der Glitch funktioniert trotzdem, und zwar kommen wir mal zur Sache, es ist ein Glitch, wie ihr halt zum Tresor kommen könnt. Jedoch befindet sich da noch kein Geld, aber ihr könnt euch dort halt verstecken und so weiteres machen. Ja, okay, also als erstes geht ihr hier die Treppen hoch durch die Tür, wie ihr es gesehen habt. Dann geht ihr hier rein und kommt dann wieder hier hin, wo diese Tür ist. Jetzt seid ihr hinter diesem Tresen sozusagen. Jupp, und jetzt müsst ihr auf diese Treppen hochgehen und hier ungefähr, wo das Gitter ist, euch dran stellen. Und jetzt ganz schnell in den PlayStation Store gehen. Und bei der Xbox, den natürlichen Xbox Live Store oder wie das auch immer heißt. Und dann müsst ihr ganz schnell, wenn das geladen ist, wieder zurückgehen. So, Moment. Wir verlassen das wieder und gucken, ob wir jetzt im Glitch drin sind. Es kann sein, dass es bei euch nicht direkt beim ersten Mal klappt. Ich hoffe, dass es bei mir jetzt klappt. Wir werden es jetzt sehen. Es ist ganz wichtig, Spawnpunkt letzter Ort einzustellen. Nicht, dass ihr in eurem Apartment gespawnt werdet, dann klappt der Glitch nicht. Das müsst ihr bei den meisten Glitches so machen, dass ihr Spawnpunkt letzter Ort einstellt, wenn das sowas benötigt wird, weil das einfach die beste Hilfe dazu ist. Okay, jetzt warten wir kurz, mal gucken, ob wir im Glitch drin sind. Hoffentlich, ich hoffe es sehr. Ich hoffe es wirklich sehr. Bitte, bitte, bitte. Ja, es hat geklappt. Wir sind im Glitch drin. Nochmal zur Info, Patch 1.10 haben wir hier drauf. Hier ist das Gittertor, was wir nicht öffnen können. Ich zeige euch gleich noch einen Weg, wie ihr hier anders rauskommen könnt. Okay, wie ihr seht, hier habt ihr den Tresor. Dahinter könnt ihr nicht viel machen. Ich öffne den mal. Wenn ich das jetzt hinkriege, den zu öffnen. Genau, super. Mit der Shotgun geht es am besten. Wie ihr seht, hier sind halt solche Fächer. Die sind aber, wie ihr seht, wenn ich gegen schieße, da tut sich nichts. Die sind geschlossen und es gibt kein Geld hier drin. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Feind in der Lobby habt, der euch ständig jagt oder was auch immer, dann könnt ihr euch hier verschanzen. Der kommt dann auch nicht anders rein, wenn ihr den Glitch nicht kennt. Ihr könnt aber eure Freunde auch hier reinholen. Und zwar müssen sie einfach denselben Glitch machen. Und dann können sich hier richtig viele Personen unten sammeln. Ja, wie ihr euch jetzt wieder hier befreien könnt. Hier ist noch eine Tür, da kommt ihr aber nicht raus. Also seid ihr hier quasi gefangen. Es gibt einen leichten Weg, sich zu befreien. Einfach die Select-Taste lange gedrückt halten und ganz nach unten auf dich selbst umbringen gehen. Das kostet manchmal $500. Ja, und dann werdet ihr halt selbst umgebracht. Und ja, das war's auch schon. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, wie immer in die Kommentare reinschreiben. Dann würde ich sagen, abonniert meinen Channel, um nichts zu verpassen, würde ich noch sagen. Ciao, haut rein, viel Spaß noch. Jo. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Leute.